Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zurück zum Let's Play I Am Alive. Und bevor wir unsere Sachen nehmen, die irgendwo da hinten auf dem Tisch liegen sollen oder so, oder vielleicht auch daneben, ja, egal, gehen wir zu Henry. Vielleicht redet er mit uns. Nein, natürlich nicht. Warum auch? Warum sollte ein Mann im Rollstuhl mit uns reden? Hallo, kleine May. Wie er immer so schön rückwärts läuft. Ach genau, hier sind meine Sachen. Ich krieg einen Bogen. Wie cool ist das denn? Jetzt kriege ich auch noch Bogenschussübungen. Schön. Genau. Pfeile sind zwar selten, aber die können wieder eingesammelt werden. Schön. Üben Sie das Bogenschießen, bevor Sie sich mit Feinden anlegen. Mit Rad rechts Waffe wechseln. Vergessen Sie nicht, die Pfeile wieder einzusammeln. Ach so, okay, ja. So, und? Und jetzt? Ah, okay, zielen, zielen, zielen. Oh Gott. Ah, der zählt automatisch. Ah, okay. Pfeil wieder einsammeln. Kannst du das auch ein bisschen schneller? Wie war das noch? Nein, das ist... Ah, nee, hier kannst du nicht rennen, genau. Ei, Mann. Ich bin zu blöd, eine Tastatur richtig zu bedienen. Und ich kann's doch. Nochmal. Ich kann's. Ready? Alright. We know there's a radio transmitter just here on the map. Linda triangulated a signal coming from there a few days ago. We're not sure what's there exactly. There's too much dust to see all the way to the street, but somewhere in there is what we need. Ah ja, ich soll jetzt so ein was war's? Radiotransmitter oder irgendwie sowas holen, so ein Funkgerät, Funkdingens, Gedöns. Ich glaube, da muss ich raus. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Why isn't Omi back? May ist so niedlich. Wenn sich herausstellt, dass ihre Mutter tot ist, beziehungsweise dass voll dramatisch alles dargestellt wird, dann fange ich an zu heulen. Oh, erstmal musste ich gehen. Eine Zeitung. Oh, wieder eine WHO-Trinklösung. Jetzt habe ich zwei. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich die eine gelassen. Aber gut, ich bin ja auch direkt dort wieder angekommen. Also, ich musste ja nicht nochmal irgendwie laufen oder so das eine Mal. Naja, dann machen wir uns mal auf den Weg. Gibt's hier noch was? Nein, außer Müll und nein. ich starte ja gleich im Staub. Es ist aber lieb von den Machern. Bin ich hier? Hallo? Muss mal auf die Karte gucken. Ich erinnere mich. Ach stimmt, ich war ja dann gar nicht mehr dort, oder? Dass ich jetzt mal abgekratzt bin. Ach so, hupsa, Entschuldigung, nein, ich darf doch nicht rennen. Ich bin doof. Also momentan bleibt mir nur diese Richtung. So, ja, ich will aber kurz nochmal hier lang, weil ich jemanden besuchen wollte. Etwas, das mir in der vorletzten Aufnahmesession einen Riesenschrecken eingejagt hat. Ich hoffe, ich laufe richtig.
Ja, scheint so. Übelst Schrecken. Und oh Mann, das Licht blendet mich. Licht, geh weg. Ich meine nicht das Licht hier im Spiel, ich meine das Licht, was gerade in mein Fenster reinscheint. Geh ich mal kurz nach oben. Mittlerweile weiß ich ja, was dieses Etwas war, was ich da gesehen hatte im Staub. Aber wenn man das halt nicht weiß, kann ich sehr gut verstehen, dass man da Panik kriegt. Da liegt was auf dem Balkon. Das will ich haben. Ach Gott. Ich weiß die Steuerung... Ah nein! Ich weiß die Steuerung nicht mehr so ganz. Das ist ein Weilchen her, dass ich das aufgenommen habe. Ich glaube, hier rüber ist das. Hallo. Hallo. Guck mal, da ist was zum Klettern. Dieser Typ. War das darüber? Ja, doch. Doch. Ey, ich will da hoch. Kann ich da nicht hoch? Doch, Tatsache. Ich kann da hoch. Schön. Da war nämlich was. Genau, ich will mich da an der Seite herunterrutschen lassen. Herunterrutschen lassen? Ich rutsche da herunter, ja. Und ich lasse ihn das tun. Aber herunterrutschen lassen? So, jetzt sind wir genau auf der Stelle, wo dieses nette Vieh war. Und es ist so brutal. Als ob man da keine Angst kriegt. Don't be afraid. I'm a peaceful man. Ja, im Endeffekt... ein freundlicher alter Mann, der eigentlich nur Nahrungsmittel haben möchte. I'm not an old man, but I can barely move anymore. Der ist nur ein bisschen mutiert. Thank you. That's a good start. My grumbling stomach thanks you. Ja, bitte. Ich hab doch genug. You are most kind. Ich kann ihm bis jetzt alles geben. Schön, das freut mich. You are a gentleman and a scholar. I would personally challenge anyone who spoke an unkind word about you. Und jetzt habe ich ihm geholfen, schön. Oh! Ich habe eine Schrotflinte von ihm bekommen. No one lends a hand. We're all alone out here. Reduced to a state that would make rodents shudder. Ja, guck, da kann man ihn so ein bisschen sehen. Ach, kein Wunder, dass ich da so einen Schiss gekriegt habe. See you later. Vor allem, weil ich ja die ganze Zeit schon erwartet habe, im Staub, da gibt's gleich irgendwelche netten Viecher, die mir Hallo sagen. Ach Gott, das haben sie gut gemacht, haben sie sehr gut inszeniert. Aber soweit ich weiß, oder mir sagen lassen habe, kommt da nichts mit irgendwie Zombies oder sowas. Komischen Viechern. Oh, du Idiot, du solltest hochklettern, nicht so einen scheiß Sprung machen. Mann. Freundchen, schäm dich. So, und jetzt wieder runter. Whee! Oh, da liegt was. Was ist das? Fleisch. Wo geht's hier lang? Da ist was. Wasser. Ja, Wasser. Geht das hier weiter? Das geht tatsächlich weiter. Hallo? Hallo? Keiner antwortet. Unfreundliche Leute hier. Das ist ein Stuhl. Sollte man langsam irgendwo hochklettern. Beziehungsweise was finden, wo ich hochklettern kann. Oh, da ist was. Zwar nicht zum Hochklettern, aber naja. Zum Hochklettern finde ich gerade nichts. Oh, eine Wasserflasche, das war es mir wert. Geht's ja weiter. Sag mal, wo laufe ich hier lang? Irgendwo lang. Schön wäre es, wenn ich mal hier irgendwo hoch könnte. Das wäre äußerlich freundlich.
und praktisch. Und langsam komme ich in Nöten. Wo kann ich hier hochklettern? Nirgendwo. Oh, eine Weinflasche. Braucht jemand Wein? Was ist das? Soda-Getränk. Dass die Musik immer so panisch werden muss. So schlimm. Oh, da ist noch was. Ein Erste-Hilfe-Kasten. So langsam mache ich mal Inventar auf. Ja, das ist nicht schlecht. Wann habe ich noch zwei? Soda-Getränk ist auch nicht schlecht. Oh, wie gut das voll macht. Aber nein, das will ich noch nicht. Ja, und Wein macht natürlich die Ausdauerkapazität weg. War ja irgendwie klar. Nimm so eins. Ich habe jetzt eine Schrotflinte. Mit 5 Schuss. Wie cool ist das denn? Mich raten, das hier ist so eine Art Sackgasse. Ah, naja, ich habe Wein gefunden. Das braucht bestimmt einer der Opfer. Ich glaube, ein Soda-Getränk muss ich auch noch nehmen. Jetzt will der Herr nicht sofort hier hoch. Ja doch, ich muss ein Soda-Getränk nehmen. Dann stelle ich mich nämlich dort oben drauf. Also es war jetzt quasi... Ja genau, Sackgasse. Das wurde mir schon so angezeigt. Hier war ja alles zu. Das wird mir hier gerade nicht eingezeichnet, weil ich ja hier gerade so ein bisschen nur so minimal rumlaufe. Ja, das Einzige, was mir bleibt, ist der Weg hier. Richtung Pier 37. Wo soll ich denn hin? Da soll ich hin. Da ist der Sender. Soll ich denn hier so rüber, so? Oder was? Weil hier ist ja auch zu. U-Bahn kam ich ja auch nicht weiter. Ich versuch's einfach mal. Was habe ich zu verlieren?